So, ich sitze nach einem langen Seminartag und 3,5 Stunden Autofahrt nach Nürnberg in Ruhe im Hotelzimmer und scroll durch meinen Facebook-Account. Und was schießt mir Facebook dank einigen von meinen Freunden wieder in den Newsfeed? Eins von diesen dämlichen, beschissenen Facebook-Gewinnspielen, nämlich Fake-Gewinnspielen. 20.000 Mal ist das Ding bereits geshared worden. 13.000, was haben wir gerade aktuell? 19.349 Shares, 11.310 Likes. Dieselbe Masche wie seit Jahren. Jetzt mache ich ein Video dazu, hoffe, das einigermaßen aufklären zu können. Also, solche Gewinnspiele sind nicht echt. Eine rote Schleife auf dem Auto ist schon in der Online-Branche ein Running Gag. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass das Ding nicht echt ist. Es gibt kein Auto zu gewinnen. Wir gucken mal das Gewinnspiel genauer an, woran man das sehen kann. Erstens, die Seite ist nicht echt. Ihr habt eine Audi RS-Fake-Seite. Die Seite hat kein Impressum, die ist auch gerade erst angelegt worden, da ist nichts drauf, außer das blöde Fake-Gewinnspiel, mehrfach wiederholt hier. Davor gab es gar nichts. Das ist also eine brandneue Seite, die halt einfach keinerlei Historie hat. Das ist keine echte Audi-Seite. Hat auch keinen Link zu Audi, hat auch keinen blauen Haken, den Audi hätte. Das ist einfach eine Fake-Seite. Zweitens, es gibt hier tatsächlich drei Audi RS7 zu gewinnen. Ein Audi RS7 fängt bei 120.000 Euro Nettoverkaufspreis an. Glaubt ihr im Ernst, dass eine Seite 63.000 Euro verlost, einfach so auf Facebook, ohne irgendwie das in die Medien zu bringen, ohne es irgendwie groß zu machen? Solche Gewinnspiele, die werden richtig groß vermarktet im Fernsehen und so weiter, mit solchen Preisen, die werden nicht auf Facebook mal eben so verlost. Na, die verlost mal irgendwie vielleicht ein iPhone oder so, aber nicht drei Supersportwagen. Hallo, ich bitte euch. Nächster Punkt ist, solche Sachen, diese Gewinnspiele mit Liken und Sharen und Kommentieren und Teilen, die sind in der Regel fake, weil allein schon das Teilen gegen Facebook-AGB verstößt. Und diese Aufteilung hier, like und teile diesen Beitrag, kommentiere mit Wunschfarbe und noch klicke auf den Link hier drauf, dann kommt jetzt zu so einer blöden Gewinnspielseite, wo ihr Daten eintragen sollt. Das Ding ist eine reine Datensammelmaschine. Das Gewinnspiel, wir haben jetzt hier mittlerweile 20.000 Leute, die hier das ganze Ding geteilt haben und davon haben auch viele, viele drauf geklickt. Das kann man auch rausfinden, wie viele das waren. Das ist nämlich ein Google-Link hier. Und diesen Google-Link, den kann man anklicken, beziehungsweise oben reinkopieren, mit dem Pluszeichen versehen, dann sieht man die Klicks auf den Link. Mal schauen, wie viele das waren. Es waren 18.960 Klicks. Heißt, die haben heute allein fast 20.000 Klicks generiert auf ihre Fake-Gewinnspielseite, wo sie Daten eingeholt haben von den Leuten, die alle gehofft haben, einfach so ein Audi RS7 zu gewinnen. Nächster Punkt ist die Historie des Beitrags. Ihr habt hier oben den Link bearbeitet. Da könnt ihr sehen, dass der Beitrag bisher bearbeitet wurde. Offenbar gab es mehrere Versionen davon, auch wie die alten Versionen ausgesehen haben. Wenn wir drauf gucken, sehen wir ganz gut, was die gemacht haben. Die haben zum Beispiel ab und zu mal hier einfach die Gewinnspielmechanismen verändert. Ja, zum Beispiel was war das Älteste hier? Vor 14 Stunden ging es los. Like und teile und kommentiere mit Wunschfarbe. So, da haben sie gesehen, hui, läuft ganz gut. Haben ein bisschen was geändert hier wieder und haben nämlich den Link mit eingetragen zum Gewinnspiel. Das heißt, die Idee, auf Daten zu sammeln, auf da kommen sie erst später auf die Idee, nämlich 5 Stunden später, als es irgendwie schon 1000 Mal geliked wurde. Und haben dann auch, also, was ist denn jetzt? Kann ich jetzt gewinnen durch Liken und Teilen oder durch Daten eintragen? Das ist offensichtlich ein Fake hier. Also, Kurzfassung. Das Gewinnspiel ist wie alle Gewinnspiele dieser Art nicht echt. Es ist ein Fake und es sind verdammt viele Menschen darauf reingefallen. So, bitte verschonen uns mit so einem Quatsch. Das ist alles nicht echt. Es gibt kein Audi RS oder andere Audis zu gewinnen. Zumindest nicht einfach so auf solchen komischen, nackten Facebook-Seiten. Viel Spaß beim Nicht-Teilen dieses Gewinnspiels, aber beim Teilen dieses Videos.